Hallihallöchen Leute, ich begrüße euch heute wieder beim Einheiten-Review und diesmal reden wir über die 7-Sterne-Starter, denn diese werden jetzt bald in die globale Version kommen. In der japanischen sind sie ja schon eine Zeit da, ich habe da auch noch kein Review zu gemacht und dachte mir, ja, jetzt fangen wir heute an. Was habt ihr denn hier zu erwarten? Zuallererst mal ein paar generelle Grundlagen, die Sachen zur 7-Sterne-Form, die man geklärt haben sollte. Als allererstes, wie bekommt man sie? Man braucht die Starter-Einheit vorher. Wir haben momentan viele Super-Honor-Summons gehabt und Dungeon-Sachen, wo man die sammeln konnte. Also gehe ich davon aus, viele haben die mittlerweile. Was braucht man zum Entwickeln? Das sieht man hier ein bisschen klein zu erkennen. Generell wichtig ist, das ganz rechts ist eine Crafting-Sphäre. Das Miracle-Sphäre nennt sich die. Die ist im Japanischen durch das Achievement-System im Shop zu kaufen, im Achievement-Shop. Ich weiß noch nicht zu 100%, ob wir den so in der globalen auch bekommen werden, ob Gumi sich den übernimmt, weil dann wäre das wäre Grund genug, das BP-System wieder rauszuschmeißen oder ob sie sich da was anderes zu einfallen lassen. Abhängig davon wird kann es sein, dass es da Änderungen gibt. In der japanischen Version ist es auf jeden Fall so. Also diejenigen, die sich in der japanischen Version entwickeln wollen, haben damit schon mal das geklärt. Da kriegt man das Achievement-Punkte-System, kann man es da für 8000 Punkte kaufen, was recht viel ist. Wichtig ist auch, wir haben über die anderen 7 Sterne, die danach kommen, noch nicht geredet, aber die brauchen das nicht. Das ist erstmal nur für die Starter gewesen. Das heißt, ihr braucht euch davon jetzt keine 20 einhorten in der Hoffnung, dass ihr dann hinter alle 7 Sterne schneller machen könnt. Ihr braucht das mal nur für die Starter, dieses Ding. Das andere ist hier links das Mech-Totem, das meistgenannte, oder Mechina-Totem heißt es offiziell, Light-Mechina-Totem. Das ist ein neuer Dungeon, der aus der für jedes der Totems einen Dungeon hat. Glaube ich ein Level 6 oder Level 7 Dungeon von der Einstufung her. Besteht aus 3 Räumen, der erste ist recht einfach, der zweite ist schon dieses, okay, das könnte man in einem anderen Level als Boss-Level nehmen, der dritte ist halt das eigentliche Totem, was sehr, sehr stark ist. Im vollen 6-Sterne-Team liegt es immer noch dran, was für ein Team ihr habt, ob ihr das schaffen könnt oder nicht. Es gibt genug Leute, die da echt verzweifelt dran sind, diese Dinger zu bekommen, aber die braucht man dafür auch halt vom jeweiligen Level und man kann alle 6 Elemente dort problemlos farmen. Es ist nicht wie bei den normalen Totems, wo man nur die 4 Basiselemente bekommt, nein, man kriegt dort alle. Ansonsten kommt dazu, jeder 7-Sterne hat einen UBB, den Ultimate Brave Burst, auch gerne mal Ushi Brave Burst genannt. Den aktiviert man, wenn die Overdrive-Leiste, die sich dann unten, die man unten hat, voll ist. Dann macht man eine Bewegung, den zu aktivieren. Dann ist man im Overdrive-Modus und dann muss man innerhalb von 3 Runden seine Brave Burst-Leiste wieder auffüllen. Wenn man diese wieder voll hat, kann man dann einen weiteren Brave Burst machen, nämlich den Ultimate Brave Burst. Der ist dann, man hat dann nur die Möglichkeit, nach oben zu swipen, wenn man im Overdrive-Modus ist und da macht man dann diesen Ultimate Brave Burst. Das heißt auch, das hat 2 Dinge zufolge. A, man kann seinen Overdrive-Leiste im Schnitt nur alle 5 Runden voll bekommen, wenn man gut ist. Wenn man schlecht ist, dauert es auch ein bisschen länger. Man kann das also nicht jede Runde einsetzen und auch nicht alle 3 Runden, weil viele von den Ultimate Brave Burst-Effekt haben, der 3 Runden hält. Man kann die Dinger noch nicht spammen. Vielleicht werden wir da später etwas bekommen, womit das geht. Wenn wir zum Beispiel Einheiten mit mehr Angriffen haben, könnte ich mir vorstellen, dass das dann kommt. Bisher geht es nicht. Genauso wie als die 6-Sterne-Form der Starter rauskam, wir den SBB noch nicht spammen konnten. Von daher sind die halt momentan sehr selektiv zu benutzen und oftmals nur in irgendwelchen sehr harten Kämpfen wirklich wichtig. Man kann sie nicht in einer Runde aktivieren und direkt davon profitieren, sondern man muss halt Overdrive aktivieren und in der nächsten Runde kann man den Brave Burst einsetzen. Das heißt, es dauert im Kampf gegen den Boss immer mindestens in der 2. Runde, bis man den aktivieren kann, was durchaus wichtig sein kann. Abseits davon kriegt jeder Starter einen extra Skill. Die Starter selbst brauchen dafür, jeder 7-Sterne-Form kriegt den so, die Starter selbst brauchen dafür ihre eigenen Sphären, also bei Atro jetzt zum Beispiel Urias. Alle späteren Starter, alle späteren 7-Sterne-Formen, so, die wir bisher kennen, bekommen diesen Brave Burst, sobald sie ihren UBB, oder diesen Extra Burst, sobald sie ihren UBB freigeschaltet haben. Da braucht man dann keine Sphäre für. Das sei vorher alles erklärt. Ansonsten können wir auf jeden Fall vorher sagen, alle 7-Sterne-Einheiten haben unheimlich geile Stats, ganz klar, sie sind 7-Sterne-Einheiten, sie müssen natürlich rocken, wie als die 6-Sterne-Form, als diese rauskam. Typing-wise würde ich sagen, gilt immer noch die gleiche Regel. Ich würde immer versuchen, für alle Anima zu bekommen, außer ich sage es bei bestimmten Sachen extra dazu. Aus dem einfachen Grund, dass wir die natürlich möglichst lange versuchen wollen zu nutzen und was von ihnen zu haben, vor allem, wenn man sie ja quasi frei bekommen kann, ohne für Gems ausgeben zu müssen. Und deswegen sie durchaus einfacher zu bekommen sind als irgendwelche anderen neuen 7-Sterne-Einheiten. Und dann sollte man natürlich zusehen, dass man sie mit Anima hat, um möglichst lange was von ihnen zu haben. Meine Einschätzung der Sache. Ja. Sonst noch etwas? Ne, ich glaube, wir haben nur tatsächlich alles. Ach ja, genau. Ein wichtiger Punkt noch. Verglichen mit einer 6-Sterne-Einheit ist eine 7-Sterne-Einheit immer geiler. Da brauchen wir nicht diskutieren.
Es gibt ein paar Leader-Skills, die man und Sachen, die es halt bei 6-Sterne-Einheiten gibt, die einfach so gut sind, dass ich sage, ich würde immer noch die 6-Sterne-Einheit eher mitnehmen als die 7-Sterne-Einheit, aber rein im 1-zu-1-Vergleich Stats und Schadensoutput sind die 7-Sterne-Einheiten stärker. Das heißt, wenn wir hier eine 7-Sterne-Einheit mit bisherigen 6-Sterne-Einheiten vergleichen, macht es natürlich keinerlei Sinn zu sagen, wir hatten da bisher 6-Sterne-Einheiten, diese haben 10 Punkte bekommen, dann sind diese hier theoretisch gesehen alle automatische 10. Dementsprechend macht auf der Skala das Bewerten nicht keinen Sinn. Deswegen habe ich quasi für 7-Sterne-Einheiten eine neue Skala angefangen. Ich werde die auch wieder von 1 bis 10 bewerten, werde sie aber quasi in ihrem eigenen Kontext bewerten, sprich 7-Sterne-Einheiten untereinander. Und das heißt, es kann sein, dass ich irgendwie, wenn Badges rauskommen, dem einen Badge aus 6-Sterne-Einheiten der 6-Sterne-Einheit 10 gebe und dem nächsten Badge aus 7-Sterne-Einheiten 4. Das heißt nicht, dass diese 6-Sterne-Einheit um Welten besser ist als die 7-Sterne-Einheit, sondern das heißt halt einfach, im Kontext ihrer Gruppe sind sie so und so stark. Aber wenn jetzt 6- und 7-Sterne-Einheiten, vielleicht wird das halt sehr, sehr aufwendig. Ich zum Beispiel würde Rosetta immer als Anführer immer noch jeden dieser Einheiten vorziehen, weil ich ihren Leader-Skill, glaube ich, gut finde. Aber von den Stats her ist jeder dieser 7-Sterne-Einheiten besser. Dementsprechend kann man die halt nicht vernünftig direkt vergleichen, weil es halt quasi im reinen 1 und 1 die 7-Sterne-Einheit gewinnt. So, Punkt. Und dementsprechend haben wir halt quasi eine neue Skala. Macht euch da also keinen Kopf. Wenn ich jetzt sage, hier eine Einheit ist nur eine 4, ist sie immer noch besser als die meisten 6-Sterne-Einheiten vom reinen Kampf. Das heißt, wenn es darum geht, eine Fülle-Einheit mitzunehmen, lohnt sich immer noch mehr, eine Einheit mitzunehmen, die irgendwie als 7-Sterne-Form nur eine Wertung als 4 bekommen hat, als eine 6-Sterne-Einheit, die irgendwie eine 8 bekommen hat. Weil halt zu erwarten ist, dass die 7-Sterne-Einheit immer noch tatsächlich mehr macht in den meisten Fällen. Ja, und dann können wir auch tatsächlich nach 6 Minuten Gelaber anfangen mit dem tatsächlichen ersten Einheit. Wir haben hier Atro. Wir haben noch keine vollen Namen für die Einheiten, weil sie halt noch nicht ins Englische übersetzt wurden. Atro bekommt, und das bekommen alle, als Leader-Skill 100% Attack und 50 HP fürs eigene Element. Das haben die Starter tatsächlich an. Das ist das Einzige, was mich an ihnen am Anfang erstmal stört, weil als Leader-Skill kann man sie halt erstmal nur als Anführer erstmal nur für Monoteams mitnehmen. Wer entweder aber einen Dungeon macht, wo er mit verschiedensten Sachen zurechtkommen muss, ist mit einem Monoteam gegebenenfalls aufgeschmissen und guckt dann ein bisschen doof. Das heißt, da muss man halt immer sehr gut drüber aufdenken, ob man die als Anführer mitnehmen will. Wenn ja, ist das natürlich ziemlich geil. Und wir werden gleich am Ende dazu kommen, warum, aber generell so gerade diese 30% HP gefallen mir sehr gut. Brave Burst, SBB bleiben ziemlich gleich, gibt Attack und Death für 3 Runden von, ich glaube, 100 oder 110 Punkten, was ziemlich gut ist. Ich persönlich mag den SBB gerne und man muss bei diesen Einheiten immer den SBB mit bedenken, aus dem einfachen Grund, dass sie meistens SBB einsetzen werden. Der UBB ist immer noch für Spezialsituationen und ein Attack und Death Buff um 100%, das ist schon echt praktisch, gefällt mir persönlich ziemlich gut, weil damit kann man durchaus was machen. Und wir werden uns später gleich noch Lance angucken und gerade damit lässt Atro sich sehr, sehr gut kombinieren. Da kommt dieses Attack hoch, Death hoch einem sehr entgegen, gefällt mir persönlich dafür speziell sehr gut. Und da können wir uns also quasi schon mal drauf freuen, das da zu nutzen. UBB gibt sie für 3 Runden 50% Brave Burst fix für alle. Was ziemlich krass ist, muss man sagen. Also es ist halt einfach dieses, okay, wir haben jetzt 3 Runden lang, haben danach alle ihren SBB wieder voll, so ziemlich. Sie selbst braucht zum SBB und BB und SBB auffüllen insgesamt kumulativ 45 Punkte. Oh, sie hat sich direkt wieder voll. Hooray! Kann man sich nicht beschweren. Wenn man im Overdrive-Modus ist, den Ultimate aufzufüllen, bräuchte sie auch 40 Punkte. Das konnte man quasi, wenn man den schnell voll bekommt und eine zweite Art noch aktiv hat, ja, kriegen wir nicht, vergessen wir es. Aber generell so vom Konzept her, 50 BC reichen eigentlich für fast alle Einheiten, um die SBB voll zu bekommen, außer die Heavy-Hitter-Einheiten, die brauchen teilweise mal irgendwie sowas bis zu an die 70 bei Golem. Da geht das nicht. Aber dann kommt immer noch dazu, dass man ja natürlich auch selbst welche generiert. Was mir als erstes sehr, sehr gut gefällt, ist die Tatsache, dass Atro beim Basisangriff einen sehr hohen Dropcheck hat. Sie hat 48 Dropchecks, das ist von allen Starter-Einheiten hier das höchste. Sprich, allein mit dem eigentlichen Angreifen ganz am Anfang macht Atro sehr, sehr viele Kristalle. Später 18 Treffer im SBB mit 18 Dropchecks ist jetzt nicht überwältigend viel, aber ist okay. Ich meine, kann jetzt nicht mithalten mit einer Elsa oder einer Rosetta oder so etwas, die halt 20 bis 30 dort raushauen können und teilweise mit Max mit sogar 33, das ist fühlt ein bisschen besser, aber trotzdem ist es schon ziemlich gut. Und Attack Multiplier beim SBB 500%, beim UBB 1000% ist für alle Starter auch gleich. Der UBB macht quasi einfach automatisch unheimlich viel Schaden, Punktum. Extra Condition, hat mir schon geredet, braucht Urias, gibt sich dafür 20% Stats, das haben diese extra Effekte alle an sich. Und bei ihr nochmal 20% Reduzierung der Brave Burst Verbrauch des Brave-Burst-Verbrauchs für sich selbst. Das ist echt ganz gut. Das heißt nämlich, man hat noch ein bisschen schneller Brave Burst wieder voll. Kann mit ihr, also sie ist sehr, sehr Brave Burst stark. Das muss man ihr lassen. Stats technisch schön ausgeglichen. Auch im Stats overall kann sie pro Badge hier 30 verteilen. Das ist so der Standard hier, was ziemlich krass ist, wenn man sich das anguckt. 1500 HP dazu und 600 Attack dazu. Das ist echt viel. Kommt hier ohne Sphären auf 8900 HP,
Dazu kommt, wenn sie Anführer ist, nochmal 30% HP, dann nochmal eine zweite Atro dazu, dann sind es nochmal 30%. Dazu dann noch Urias, der die Sphäre gibt, welches richtig in Erinnerung habe, auch nochmal 30% HP. Das heißt, sind 90% nochmal drauf. Das ist fast eine Verdopplung. Damit hat sie dann irgendwie ihre 1800 HP fast zusammen. Das ist ziemlich krass. 18.000 HP. Sie dürfte so 17.000 HP am Ende liegen, was ziemlich viel ist. Also das gefällt mir auch ganz gut. Wenn wir dann zur tatsächlichen Bewertung kommen, stehe ich aber vor der Frage, was machen wir damit? Und ihr UBB ist geil, aber ich persönlich sehe wenig Verwendung für den in vielen Situationen. Wie anfangs erwähnt, UBB ist meist für Spezialsituationen, für Trials, für sehr harte Bosskämpfe, für diese X-Stages und sowas. Und da bin ich mit ihrem UBB jetzt nicht besonders begeistert, weil okay, er sorgt dafür, dass die Einheiten alle drei Runden, also über drei Runden kann man davon ausgehen, alle Einheiten haben voll SBB. Das kriegt man aber im Zweifelsfall auch hin, indem man einfach ein sehr, sehr gutes BB-Spam-Team aufbaut, das gegen einzelne Ziele sehr gut spammen kann. Da braucht man diesen Refill nicht. Dieser Refill wäre dann praktisch zum Beispiel für den Maxwell-Kampf, wenn man sich hinstellt und am Ende Hauptteam ist tot, zweites Team kommt mit einer Atro drin, Atro setzt Overdrive, wir überleben irgendwie eine Runde und dann setzt Atro ihren UBB ein und von da an hat das Team drei Runden lang volle SBB. Was zur Folge hat, dass dann halt dann sehr, sehr schnell sehr viel Schaden raushauen kann, indem man einfach jede Runde SBB kann mit einem Team, was vielleicht nicht von vornherein darauf ausgelegt war. Das sind aber sehr, sehr spezielle Situationen, in denen man das durchbekommt. Deswegen finde ich persönlich das jetzt nicht so umwerfend cool, das so oft nutzen zu können. An sich mag ich Atro recht gerne, aber im Kontext der Einheit muss ich jetzt sagen, so, sie kriegt nur 6 Punkte dafür, dass halt overall die meisten Zeit ich wahrscheinlich nicht so viel mit ihr machen können werde. Ich meine, klar, mitnehmen, SBB oft genug einsetzen, mein Kampf ist stark, kein Thema, aber wir vergleichen ja mit dem, was mit UBB möglich ist. Und da ist ihre in paar speziellen Situationen gut, aber insgesamt nicht immer so oft verwendbar. Ich wüsste natürlich, wo ich die im Questen verbrauche. Das kann ich da vollkommen vergessen. Und der Rest haut halt auch nichts raus, was sagt so unheimlich OP, dass der UBB vernachlässigt werden kann. Also von daher, overall eine 6 in meinen Augen. Dann kommen wir zu Ys. Ich muss sagen, ich finde ihn sieht ein bisschen spooky aus. Sie haben sein Gesicht deutlich erwachsener gemacht als die anderen, finde ich, gefühlt. Also, gerade mit dem Icon hier, finde ich, sieht das halt ein bisschen komisch aus. So gut Geschmackssache. Was bietet Ys denn? Und irgendwie hat mich das sehr verwirrt, Ys zu sehen. Basis-Dropchecks 3. Wenn der Typ alleine zuhaut, schafft er es in einer Runde maximal 3 Kristalle zu generieren. Wow. Dann kommt sein Brave First mit 12, sein SBB mit 15 und er sagt, das ist auch nicht so viel. Dann kommt sein UBB mit 3. Seriously? Wenn man mit ihm irgendwie sich SBB aufbaut und einsetzt, wird man immer das Problem, dass er selbst quasi keine Kristalle generiert. Und wenn man seinen UBB einsetzt und massig Schaden ausdauert, das Problem, er generiert auch keine nach. Das heißt, das muss immer, damit man mit ihm was machen kann, ein Team dabei sein, das ihn komplett carried und dafür sorgt, dass er Kristalle bekommt. Was ich persönlich sehr, sehr abstoßend finde, gefällt mir nicht wirklich. Und dann kommt dazu, was kann er? SBB, einen dicken Attack-Bonus, das ist in Ordnung. Ich kann mich nicht erinnern, was sein normaler SBB-Bonus war, aber ich glaube auch sowas in die Richtung, deswegen ist das okay. UBB, 120% Spark-Bonus für 3 Runden. 120% Spark-Bonus ist viel, das ist wirklich viel. Aber es bockt mich jetzt ehrlich gesagt nicht so. Wir haben als einzigen Fall, als nächste Vergleichseinheit Rosetta. Rosetta macht 80% Spark-Bonus, das heißt, er gibt nochmal ein Drittel mehr. Und ich habe schon ein paar Mal das Ganze angesprochen, Spark ist an der Stelle sehr, sehr gut, weil Spark tatsächlich rein multipliziert wird, während der Attack-Bonus, den zum Beispiel sein Brave Plus gibt, nur rein addiert wird. Sprich, man macht dann einmal seinen Attack mehr, aber die Attack wird halt sowieso mit einem Attack-Multiplier versehen, der bei ihm hier jetzt zum Beispiel für seinen UBB 1000 ist. Das heißt, sein eigener Attack-Buff würde seinen Schaden, wenn er einen UBB danach einsetzt, nur um 10% erhöhen. Während der Spark-Buff hier tatsächlich das um 120% erhöhen würde. Das ist gut, aber es ist halt nichts, was wir nicht aus anderen Quellen auch hätten. Und aus anderen Quellen, wo wir tatsächlich dazu noch Brave Plus-Produktion bekommen, die er halt einfach mal nicht hat. Gar nicht. Dazu kommt sein Extra-Skill 50% Crit-Damage mehr. An sich schön, weil mehr Crit-Damage ist mehr Damage. Aber 50% finde ich persönlich jetzt auch nicht so den Überbock. Weil das sind nur 50% mehr. Es ist für einen Crit, wo wir normalerweise auf 700 kommen können, wenn wir 2 Maxwells einsetzen. Und noch ein paar andere Sachen dazu, beziehungsweise gar nicht mit Maxwell kommen. Wir konnten früher mit Zebra auf die 700% tatsächlich kommen. Mit Maxwell haben wir, glaube ich, nur noch 150% jeweils. Also es zieht sich so ein bisschen. Es ist schon nicht schlecht, aber es ist halt auch nicht so, ich jetzt sage so, wow, das schockt. Ich hätte da irgendwie so eher auf 75 angepeilt. Stats-technisch muss man sagen, halt eine sehr, sehr Ausrichtung auf Attack. Wenn man das durchnimmt, hat er eine gewaltige Tech und leider kaum Death, was ein bisschen schade ist. HP auch super, gerade als Anima. Aber insgesamt muss ich jetzt sagen, ich finde Ys scheiße so. Also wirklich schlecht. Er kriegt von mir nur 4 Punkte.
weil ich wüsste einfach nicht, was ich mit dem Typen machen soll, ehrlich gesagt. Wenn ich ihn in irgendeinen Kampf mitnehme, klar, er haut gut zu, er hat einen hohen Schadensfaktor, ja, okay. Aber ihn aufzuziehen, ich muss ein komplettes Team dafür aufbauen, dass er Schaden machen kann. Da kann ich mich besser hinstellen, wie eine Rosetta als Anführer mitnehmen und mit ihrem Sparkbuff arbeiten und dann eine Atro mitnehmen. Damit mache ich auch schon super Schaden, ohne dass ich dafür so jemanden wie ihn mitschleifen muss. Und sein UWB ist halt auch nichts, wo ich jetzt sage, so irgendwie Trials oder sowas, wo man das mal, da haut man das mal raus und man rockt damit was. Dafür sind dann 120% nicht genug. Wenn ich jetzt hinstellen würde und sagen würde, so hier 200% mehr Schaden für die nächste Runde. Und auch im Zweifelsfall opfern wir dafür 50% Death oder sowas. Ja, okay, das wäre auf einmal interessant. Aber so ist es halt so, okay, das wird, Schaden wird geboostet, aber jetzt nicht umwerfend viel. Und das ist halt nichts, wo ich jetzt sagen würde, so, wow, ich fall vom Stuhl. Tut mir leid, Ys, du bist raus. Dann haben wir Lance. In meinen Augen eine der coolsten Einheiten hier drin. Nicht unbedingt, kriegt nicht unbedingt die höchste Bewertung, so viel kann ich schon mal spoilern. Aber vom Nutzen her, von Möglichkeiten her sehr interessant. Er hat auch wieder einen guten Dropcheck, 40, dürfte vielleicht das zweite oder dritthöchste sein, das ist in Ordnung. Ich glaube, das dritthöchste. Der Rest verteilt sich auch recht human darüber. Sein Brave Burst gibt einen dicken Death-Bonus. Sein Uber-Brave Burst, da wird es interessant, er konvertiert 100% der Death zur ATK für alle Einheiten für 3 Runden. Und das ist tatsächlich ziemlich episch. Ich weiß, Nova, den man ja vielleicht der von euch auch kennt, der bekannt durch seine Streams, ist ja Verfechter der Guardian Master Race und setzt eigentlich alles als Guardian ein. Und als diese Einheiten hier rauskamen und man Nova erzählt hat, was die können, dann ist, da ist er fast japsend vom Stuhl gefallen. Denn das ist für alle Leute, die gerne Death-Einheiten einsetzen, mit Guardian, mit hoher Verteidigung, ist das einfach unheimlich episch. Denn das heißt, im Schnitt, für die meisten Einheiten wird der tatsächliche Schaden damit verdoppelt. Und zwar zuverlässig für 3 Runden. Bei Ys ist das Problem, ja, er macht 120% mehr durch damit, aber er macht es halt nur, wenn er sparkt. Und hier haben wir den Punkt von, die Death wird konvertiert. Und konvertiert heißt in dem Fall nicht, ihr verliert die Death und kriegt es auf Attack drauf, sondern das heißt tatsächlich, eure Death wird 1:1 genommen und auf eure Attack drauf addiert. Und auf Draufaddierung auf die Attack sagen halt tatsächlich, es wird damit verdoppelt. Attack ist quasi immer für jede Schadensberechnung die Basiswurzel. Und wenn die Attack tatsächlich verdoppelt wird, dann wird auch tatsächlich damit der Schaden verdoppelt. Und an dieser Stelle ist es kein Attack-Buff wie der Attack-Buff, den wir bei Ys hier oben hatten, der auf den Attack-Multiplayer, nämlich auf dieses hier drauf addiert wird, sondern es ist eine tatsächliche Verdopplung der Attack hier unten. Und das ist richtig gut dann. Beziehungsweise, es liegt natürlich immer an der Einheit. Es gibt Einheiten, die haben wesentlich höhere Death, da kommt man halt dementsprechend viel Boost auf die Attack drauf. Und da ist es dann halt, in meinen Augen ist es sehr interessant, das zu nutzen, weil damit kann man ein Team aufbauen, das sehr, sehr viel Wert auf Defensive legt, wo man auch mit ihm sein SBB häufig einsetzt, um die Defensive hochzuhalten, oder dem man jemanden wie Eve einsetzt, die auch einen sehr, sehr hohen Death-Buff gibt. Und dann stellt man sich hin und snappt seinen Ultimate Breath Burst rein. Und damit wird für 3 Runden lang die komplette Death zur Attack hinzugezogen. Und damit macht so ein Death-Team auf einen Schlag gewaltig Schaden. Wenn man lange Zeit darauf setzt, wir halten Dinge aus, kann man damit sehr punktuell Schaden raushauen. Und das finde ich persönlich sehr interessant, vor allem, weil es ein paar Bosse auch jetzt schon gab, die phasenweise Schaden nehmen. Die dann irgendwie eine Runde lang nur irgendwie eine sehr hohe Mitigation haben von 95% oder mehr. Und dann wieder eine Runde lang treffbar sind. Da ist das halt sehr, sehr cool, weil dann kann man sagen, so snap, wir setzen auf Verteidigung und snap, hier ist der Angriff. Damit können wir viel machen. Bei seinen Extra-Effekten, Dravas, wenn man es drauf hat, gibt nochmal eine Chance auf Schadensreduzierung von 20% für ihn selbst. Ist jetzt nicht der Oberburner, aber ist halt okay. Kann man halt dazu nehmen, damit überlebt er mit noch mehr. Und insgesamt, wenn man ihn aufimmt, hat er halt 9000 HP. Das kann man mit doppelt Dravas, wenn man es mit Dravas und doppelt Lance Anführer halt auf nochmal 90% kommt. Also er kommt fast auf seine 20.000 AP. Ich weiß, Leute, die haben ihn so hoch bekommen. Da kann man mit einer Dual-Sphäre noch ein bisschen was machen, so ein paar Sachen. Also da kann man auch echt viel rausholen. Es ist möglich, ihn auf 20.000 AP zu bekommen. Vor allen Dingen, wenn man hier ein bisschen Schwankung drin hat, weil kann ja sein, dass man irgendwie plus minus knapp 300 Punkte hier erwischt hat. Wenn man die Einheit nochmal fast 300 mehr hat, ist das halt gewaltig viel. Insgesamt muss ich sagen, gefällt mir Lance sehr gut und ich kann sehen, wie er für defensive Spielstile sehr, sehr förderlich ist. Man sehr viel rausholen kann, aber auch er hat das Problem, er ist halt nicht durchgehend immer damit sehr stark. Also für Questen kann man das tatsächlich auch immer noch einsetzen, weil man sagen kann, okay, wir kämpfen uns in den Bosskampf hoch und jetzt snap hauen wir es raus. Das geht. Für Kämpfe muss man aber doch sehr, sehr punktuell, also man muss halt quasi Skill darin haben, wann man das einsetzt, um es voll zu nutzen. Insgesamt bekommt er von mir dafür eine 7, weil ich denke, er ist damit sehr gut. Ein Stückchen brauchbarer als Atro. Noch nicht die Crème de la Crème hier, aber halt schon wirklich gut. Man kann viel aus ihm rausholen. Als nächstes haben wir Magris, die wandelnde Festung. Und das beschreibt ihn tatsächlich perfekt. Und Magris ist damit eigentlich eine sehr, sehr coole Kombo für Lance. Wenn ihn nämlich voll ausimmt, da hat er halt gewaltig viel Death. Aber
Lass du das hinten vor. Magris, genau. 42 Dropchecks, sehr gut. SBB Death Bonus, genauso wie Landstorm, sehr gut. Und Ultimate Breath Pass, das ist der Hauptpunkt, warum man sagen muss, Magris ist das Highlight dieses Batches quasi. Magris gibt 150% Death für 3 Runden, das ist schon gut. Das gibt einen gewaltigen Bonus auf Verteidigung. Lässt sich, wie gesagt, mit Lance sehr, zum Beispiel sehr gut kombinieren. Oder wir hatten bei Atro damit geredet, dass wenn man Atro mit hat und sie mit ihrem SBB spammt, man 100% Attack und Death bekommt. Das kombiniert sich auch sehr gut mit Lance. Der Punkt, wo es richtig geil wird, reduziert Schaden erhalten für eine Runde um 100%. Jeder Treffer, den man danach bekommt, macht genau einen Schaden. Und das ist, klingt erstmal so, boah, das ist doch total Overkill, wo zur Hölle brauchen wir das denn? Tatsächlich braucht man das aber. Es gibt zum Beispiel im Trial Nummer 5, was kommen wird, Zel'Voha. Das ist darauf ausgelegt, dass wenn man Magris nicht dabei hat, braucht man eigentlich 3 volle Teams, die sehr gut kämpfen können, weil sie sich einfach hinstellt und an 2 Stellen das Team komplett wiped. Der einzige Counterweg ist Magris, der sich hinstellt und sagt, ja, du wipest, das ist okay, aber du wipest halt von deinen 200 Treffern, die jetzt, deine 20 Treffer, die jetzt normalerweise in dieser Runde so viel Schaden machen, dass wir tot sind, die machen halt alle nur einen Schaden. Schwupp! Und damit hält man das aus. Und das ist quasi die Kernfunktion von dem, was man bei UBB momentan braucht. An ganz bestimmten Stellen zu sagen, wir sind jetzt auf einmal unheimlich stark. Insgesamt, kann ich schon sagen, bekommt er eine 9 dafür, denn es ist einfach geil. Es ist wichtig. Es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, so, wow, man kann das mal gebrauchen, sondern es gibt halt extra Trials, die quasi darauf ausgelegt sind, zu sagen, entweder du hast 3 sehr gute Teams oder du hast ein sehr gutes Team und mit Magris drin und dann kannst du es auch damit. Dazu kommt, er hat mit seiner Extrasphäre 50% auf Chance Death zu ignorieren, das ist nett. Braucht man jetzt nicht wirklich, aber hat quasi einen Vorteil, wenn wir jetzt zum Beispiel mal wieder sowas wie Trials of the God bekommen. Wenn man ihn da im Team mit drin hat, wenn man denkt, ja, irgendwo kommt ein harter Hit rein. Und dann kommt der Punkt von, da sind Gegner, die Death bis zum Umfallen haben. Meist hat man keine Death Ignore dabei. Wenn man ihn da mit drin hat, hat man damit zumindest eine Chance. Das ist okay, ist jetzt kein super wichtiger Punkt, aber es ist halt ganz nett. Stats-technisch liegt bei ihm der Fokus auf Attack und Death, was interessant ist, weil er normalerweise auch sehr, sehr viel HP hat. Die kann man aber nur bestimmt weit hier hochziehen. Was interessant ist, jetzt aber auch nicht wirklich schlimm. Also von Stats her auch vollkommen zufriedenstellend bei ihm. Wie gesagt, ich denke, er ist wirklich wichtig, weil es halt einfach Trials gibt, wo man sagt, so lange Zeit war es ja so, wir haben einfach eine normale Mitigation-Einheit gebraucht, um durch ein Ding durchzukommen, weil wir zum Beispiel bei Maxwell dann einfach alle Runden, wenn Destiny kommt, Mitigation brauchen. Und bei sowas wie Karl und Gra gab es halt auch einfach Phasen, wo es hieß, okay, jetzt macht der so viel Schaden, du brauchst entweder ein volles Team mit super viel HP oder und musst dann garden oder brauchst halt tatsächlich eine Mitigation-Einheit, um diesen Kampf damit dann schaffen zu können. Und es gibt viele Kämpfe, wo es dann immer mehr darauf hinausläuft, von du brauchst Mitigation. Und es ging jetzt auch immer mehr in die Richtung von, du musst Mitigation spammen können. Das war so beim letzten Frontier. Wenn man jede Runde Mitigation einsetzen konnte, war man halt auch fein raus. Wenn man es nicht konnte, wurde man wahrscheinlich zerlegt. War einfach so. Und es gibt jetzt auch Einheiten, die sich hinstellen und sagen, so, wir könnten deinen Mitigation-Bonus aber wegnehmen. Aber es gibt dann, werden jetzt auch Kämpfe kommen, wo es heißt, du musst dich einfach hinstellen können und sagen können, so, diese Runde haben wir einfach 100% Mitigation. Wir kriegen pro Treffer nur noch einen Schaden, weil es wird Sachen geben, die machen so gewaltig viel Schaden, dass man sie nur damit abfangen kann. Oder sonst halt ein zweites Reserve-Team braucht. Und da ist Magris der Erste, der es kann. Ich vermute, wir werden später noch andere Einheiten bekommen, die das auch können. Aber Magris ist halt dementsprechend wichtig damit jetzt erstmal. Der ist wie als am Anfang Olu rauskam und einfach gesagt wurde, ja, Olu, you must have Einheit, sonst schaffst du die Dinge nicht vernünftig. Und ich denke, Magris wird für einige Zeit diesen Spot einnehmen. Es ist immer noch ohne ihn machbar, klar. Ich weiß von Leuten, die haben Zel'Voha auch so besiegt. Aber mit Magris wird es deutlich einfacher. Und er ist halt, hat halt so diese, you want to have this Rolle. Und dann haben wir Selina. Sieht eigentlich auch sehr cool aus, vor allem sehr schick, finde ich. SBB Heal über Zeit für 3 Runden, das ist gut. UBB Heal über Zeit für 3 Runden und verdoppelt für 3 Runden die normale Angriffsanzahl. Und sie hat normalerweise 36 Dropchecks, das ist dann also danach, ist man bei 72 Dropchecks, die sie jede Runde hat, wenn sie normal angreift. Was ich persönlich sehr, sehr zwiespältig sehe, also ich persönlich bin ein großer Fan von ihrem kompletten Heilung über 3 Runden, weil das heißt einfach so dieses 3 Runden lang, solange ihr überlebt, seid ihr danach wieder volle Lebenspunkte und das kriegt sie hin und das ist ziemlich, ziemlich gut, muss man sagen. Also das ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, so schockt einen, aber es ist halt so ein Punkt von, okay, damit müssen wir nur sicherstellen, dass wir jede Einheit irgendwie durch die Runde schleifen und danach ist sie wieder fit. Kein Problem. Und das ist sehr, sehr stark.
Ich weiß von vielen, die sich hinstellen, am Anfang, als in der japanischen Version die Starter rausgekommen sind, Celina sich geholt haben oder als Freund mitgenommen haben, damit Celina eigentlich in der Lage ist, alleine Dungeons zu räumen. Und ein wichtiger Punkt ist nämlich noch ihr Extra-Effekt, der hat, wenn sie unter 20% ihrer Lebenspunkte ist, hat sie einen Angel-Idol-Effekt. Sprich, sie verreckt nicht. Keine Chance. Und gerade gegen so Mech-Totems kann man das sehr, sehr stark nutzen, wenn man das schafft, dass sie am Anfang der Runde bei nur 20% ihrer Lebenspunkte oder weniger ist, dann ist sie in der Runde quasi nicht killbar, weil sie hat einen Angel-Idol-Buff. Und solange man es schafft, sie auf diesem Level zu halten, es ist schwierig, weil sie muss dafür Lexidia drauf haben. Lexidia sorgt dafür, dass sie sich sehr, sehr gut selber heilt. Und wenn sie ein SBB oder UBB einsetzt, heilt sie sich damit auch. Damit wird man das wahrscheinlich nicht halten können. Jede Runde aber, man hat dann ja quasi auch wieder mehr Lebenspunkte und kann dann runterfallen. Aber sie ist quasi, wenn sie am Anfang der Runde unter 20% ist, ist sie nicht tötbar. Wichtig ist halt, wenn sie quasi knapp drüber ist, hat sie am Anfang der Runde diesen Buff nicht. Beziehungsweise halt am Ende ihrer Aktion diesen Buff nicht und dann guckt sie natürlich aus der Röhre, wenn man ihr dann 4 Schaden zufügt. Aber es ist halt möglich, mit ihr sehr, sehr viel Content quasi mit ihr alleine leer zu räumen. Einfach durch diesen Buff und die Tatsache, dass sie heilt. Ich bin von dem Double Hits nicht überzeugt, um ehrlich zu sein, denn das braucht man selten. Gut, man kann sich dann hinstellen, kann sich in so einem Mech-Totem-Kampf, wenn man sie da mitnimmt, stellt sich hin, erste Runde, aktiviert ihren Overdrive, zweite Runde, setzt eine Fujin auf ihn ein, setzt ihn ein, dann kann sie 3 Runden lang sehr, sehr viel Kristall selbst generieren, aber in den meisten Fällen sieht es halt so aus, dass man doch irgendwie schon mit SBBs und Babys arbeitet an vielen Stellen und man den Verdoppel der normalen Hitcounts da wenig hilft. Wenn sie irgendwie Brave Burst Hitcounts oder vielleicht sogar SBB Hitcounts verdoppeln könnte, das wäre interessant. Damit könnte man sehr, sehr abgehobene Dinge machen. So ist das halt so ein, ja, brauche ich wahrscheinlich nicht. Overall kriegt sie eine doppelte Bewertung. Sie kriegt eine 8 für den Anfang und wird später irgendwann eine 6. So, in der ich zweispalte das, weil sie ist jetzt für die allerersten Wochen, wo wir diese Starter haben werden, ist sie sehr, sehr stark. Vor allen Dingen für Spieler, die selbst noch nicht so ein hohes Level haben, aber sich halt einen davon schon mal aufbauen, sich eine Celina hochziehen. Die können damit sehr, sehr viele Dinge leerräumen, die man sonst mit einem vollen 6-Sterne-Team und einem anderen Starter vielleicht könnte, aber nicht so zuverlässig. Also sie ist sehr, sehr gut, um für eher schwach ausgerüstete Spieler Sachen leer zu räumen. Und wenn man sie als Freund hat, kann man dort halt, landet dadurch, dass man sie als Freund hat, sehr, sehr viel Zeug bekommen. Deswegen kriegt sie dann erstmal eine hohe Wertung, aber overall ist sie auf lange Sicht auch nur eine 6, weil halt ihr Hitcount-Verdopplung für 3 Runden jetzt nicht so umwerfend ist. Heilung über Zeit ist gut, aber irgendwann wird das halt auch einfach wieder irrelevant werden, weil wir so Einheiten wie Fever bekommen, die halt die Herzkristall-Droprate so weit erhöht, dass das auch egal ist, weil wir uns darüber heilen. Als letztes haben wir Vargas, den Flammenkrieger. Wir haben hier tatsächlich sogar Sachen aus seiner Story drinstehen. Cool, habe ich gar nicht gesehen. Er gibt einen Attack-Buff mit seinem SBB. Und mit seinem UBB reduziert er den gegnerischen Attack für 2 Runden um 80%. Das ist tatsächlich interessant. Wird von vielen verkannt, weil Magus haben der Dinge um 100% reduziert. Und man denkt so, warum soll ich mich mit 80 zufrieden geben? Der Punkt, bei Vargas interessant ist, dass es halt für 2 Runden ist. Und ich denke, es wird auch Stellen geben, wo wir 2 Runden hintereinander sowas brauchen können. Da wird es sicher Stellen geben, wo er damit als Monoperson super geil ist. Schwierig ist halt immer das Konzept von, warum sollte ich mich mit 80% zufrieden geben, wenn ich 100 haben kann, oder wenn ich sagen kann, ich arbeite mit 50 und einem Anführer, der nochmal ein bisschen was gibt, und dann sind wir auf fast dem gleichen Level, ohne dass wir ihn dafür brauchen. Das ist halt sehr, sehr schwierig, das sehr, sehr geschickt einzusetzen. Und es hat auch noch ein zweites Problem, es reduziert die Attack des Gegners. Das heißt, es werden Gegner, die feste Werte haben, werden damit nicht berücksichtigt. Das heißt, Maxwell zum Beispiel, es ist sehr, sehr geil, Vargas mitzuhaben für den Sacred Song, weil Sacred Song geht über 2 Runden und in der Zeit nimmt man dem Gegner 80% seiner Attack und nimmt man ihm auch 80% seiner Schaden. Problem ist, gegen Maxwells Destiny macht man damit nichts, denn Destiny hat einen festen Schadenswert von 14.000 und der ist unabhängig von Maxwells Attack. Dementsprechend ist halt fast egal, was man mit Maxwells Attack macht, Destiny kommt da immer durch. Und solche festen Werte wird man immer wieder an verschiedenen Stellen haben. Bei verschiedenen Gegnern, Zebra oder Kardas, einer von beiden hatte da auch was tatsächlich als fester Wert gilt, während das andere als fester gilt. Gegen feste Werte ist tatsächlich Trident unheimlich geil, weil sein Schild die 100% abfängt. Da gibt es einen kleinen Bug quasi, dass der Schlag, der auf den Schild geht, um den Schild zu vernichten, danach keinen weiteren führenden Schaden hinter dem Schild macht. Das heißt, wenn man jemand hat, der sagt, ich mache fest 100.000 Schaden, kannst nichts dagegen tun. Selbst wenn du mitigatest alles, du kommst halt irgendwie nur runter auf 50.000. Ja, aber ein Trident-Schild fängt das trotzdem ab, weil das als Einschlag gilt und dass er das zieht. Ein bisschen albern, aber ist so. Und Vargas kann da tatsächlich gar nicht mithalten.
Was ein bisschen schade ist. Aber ansonsten ist es halt durchaus Sachen, wo ich mir das gut vorstellen kann, sowas zu nutzen. Oder um sich zum Beispiel hinter den härteren Raid-Levels mal für 2 Runden lang ein bisschen Pause einzubauen, indem man, denn das Gute ist bei ihm, was man dann wiederum nicht vergessen darf, es stackt mit Mitigation, was Magris zum Beispiel nicht tut, weil es halt auch nicht notwendig ist, aber man kann andere Mitigation halt auch nicht stacken. Seine 80% stacken mit normaler Mitigation, das heißt, man kann sich hinstellen, kann sagen, so, wir nehmen die Attack des Gegners um 80% runter und wenn wir dann nochmal jemanden Mitigation haben, nimmt das nochmal quasi, sind das nochmal 10% vom gegnerischen Attack weniger quasi, weil das dann die 20%, die übrig bleiben, halt vom Schaden hinterher nochmal halbiert werden. Damit kriegt man das halt auch schon sehr weit runter und kann damit dann eigentlich 2 Runden lang, wenn man irgendwie sonst normalerweise SBBs bei Mitigation macht im Raid, und das ist schon knapp, halt 2 Runden lang sich wirklich eine gute Pause einbauen, mit der man dann halt wieder hochheilen kann. Insgesamt kommt Vargas von mir auch eine 6, denn ich denke, er ist solide, gut nutzbar, hat halt hinter auch seine Spots, wo er was kann, hat aber jetzt keine Spots, wo ich sage, und irgendwie lässt die Zahl sich nicht vernünftig, setzen wir sie dahin, das passt wohl halbwegs so. Ja, so viel dazu, die 7-Sterne-Starterform. Ich persönlich freue mich, glaube ich, am meisten darauf, dass ich versuche, mit Lance was zu machen. Auf jeden Fall Magris ausgebaut haben will, wahrscheinlich auch Atro. Aber das muss mal sehen, wie weit die dann von Punkte technisch her sich erlauben lassen können. Wie gesagt, Magris ist eigentlich so die Must-Have-Einheit, weil es wird einfach Content geben, wo man ihn entweder hat oder wo es sehr, sehr schwer wird. Und das ist natürlich ein gewisses Mal schade, aber so ist es nun mal. Ansonsten hoffe ich, ihr werdet einen schönen, einen entspannten Start mit den 7-Sterne-Formen haben. Wenn ihr schon wisst, wen ihr haben wollt und warum, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann, Leute. Macht's gut.